Man könnte zwar meinen, es ist Halloween, aber dem ist nicht so. Willkommen zurück zu Paper Mario Legende vom Millionentor. Nein, im Prinzip ist hier gerade ein großer Notfall. Denn diese Schweine hier sind keine Schweine, normalerweise nicht. Denn es sind verwandelte Dorfbewohner. Wir müssen ihnen unbedingt helfen und deswegen müssen wir zum Gespenst in der Spukabtei. Aber wir haben gerade noch eine Mail bekommen. Und die lesen wir uns doch gleich mal durch. Ach, wieder so eine Ratausgabe. Hier, das könnt ihr euch gerne selbst durchlesen. Woran erinnert mich das nur? Bestimmt nicht an die Deutsche Bahn. Hey, nichts gegen Hot Dogs. Ich mag Hot Dogs. Die sind voll lecker. Ja, das stimmt sogar irgendwie. Na dann. Weiter geht's. Dank des neuen Fluches können wir jetzt auch den hier machen, ne? Uns in eine Papierkugel verwandeln. Nein, verdammt. Wir haben gegen diese Hyper-Gumbas ja auch schon im letzten Part gekämpft, deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal meine Zeit mit denen verlieren, aber. Na gut. Darf ich die Yoshi eben auch nochmal austeilen? Der ist für die sowieso gar nicht mal so unnütz. Na, der letzte schon auf, der andere. Und der hier ebenfalls. Puh, was mache ich denn jetzt? Ich kann jetzt nur einen von denen umbringen. Der Nebel könnte mir jetzt aber auch helfen, ne? Weil dann könnten die Attacken von denen auch daneben gehen. Mal sehen, ob er das tut. Tatsächlich. Na dann. Danke, Nebel. Könnte ich jetzt auch noch treffen, vor allem weil ich jetzt noch verstärkte Angriffskraft kriege. Das wäre sehr nett. Tue ich sogar. Episch. Gibt halt noch ein bisschen extra Sternpunkte. Auch wenn es nur 6 sind. Die nehme ich gerne mit. Wow, die Musik kann hier einem echt Angst machen, ne? Aber ich muss auch dazu sagen, ich mag das Physik-Kapitel nicht, aus einem ganz bestimmten Grund, aber den werden wir ja später sehen. So, hier müssen wir durch. Wer dieses Schwein da drüben ist, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber da ist noch ein Sternsplitter, cool. Ein riesiger Heuhaufen. Was macht man mit einem Heuhaufen? Richtig, man entfernt ihn. Am besten mit Wind. Und das haben wir auch noch einen kleinen Grafik-Bug. Das heißt, es wurde nicht angezeigt, wie der verschwindet. Naja, bin ja froh, dass es ansonsten nicht wirklich Grafikfehler gab. Oh, das sind gleich die nächsten neuen Gegner. Nämlich die Suseldusels. Und ja, ich sag den Namen schon vornherein, weil das sind besondere Gegner. Also nicht, dass sie jetzt besonders stark wären oder so, aber. Ach komm, Brina kann's mir auch schon, kann mir erstmal sagen, was der hier so drauf hat. Das ist eine Suseldusel. Diese Biester sehen zwar süß aus, sind aber sehr lästig. Meist immer KP siegen, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Besonders hüten musst du dich vor ihrem Wiegenlied. Es wirkt sehr einschläfernd. Gelingt die Verteidigung vielleicht nur nicht eine. Suseldusel fliehen, bevor ihnen die KP ausgehen. Erledigt sich also schnell. Ja, und das Problem ist, es gibt noch eine goldene Version von denen, die Suselwusels. Die geben extrem viele Erfahrungspunkte, sind aber auch sehr schwer zu besiegen. Ja. Toll, jetzt laden die sich schon beide auf. Komm, ich versuche mal auf den anderen die Multikopfnuss. Dann ist der schon mal zumindest tot. Und ja, bei ihm kann ich jetzt halt nur einen ganz normalen Hammer machen. Ne? Also diese Suseldusels, die geben extrem viele Erfahrungspunkte, haben aber sehr hohe Verteidigungswerte und flüchten gerne. Na komm, mach einfach mal nichts.
Ich hoffe, dass wir einen in diesem LP treffen werden, ne? Und ich hoffe, dass wir die auch besiegen können, ne? Weil ich weiß nicht genau, wie viele Erfahrungspunkte es gibt, aber ich glaube, das waren so 30. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sehr viele. Aber wann die auftauchen, ist halt vollkommen random. Junge, was hast du eigentlich gerade so für Probleme? Warte nur, die schalte ich auch gleich aus. Da ist noch ein Wutbeben. Ach komm, dann schmeiße ich den Pilz raus. Oder, nee, bessere Idee. Ich verdrück den Pilz mal kurz, weil der nimmt sowieso noch Platz weg. Hier kommt Rina, hat gerade viele KP verloren. Und nehme den Wutbeben mit. So, hier. So, und jetzt zu dir. Du wolltest mich ja vorhin schon angreifen, ne? Den Kampf kannst du gerne haben. Oh, der hat einen Superpilz, der andere. Aber komm, damit ihr mal seht, wie die angreifen, lass ich den jetzt mal leben. Oder wird den gleich nutzen? Den Kombat zu heilen, war klar irgendwie. Der andere sich auch gleich auf. Verdammt. Ach komm, dann benutze ich den Wutbeben doch gleich mal. Warum nicht? Ach komm! Und weil es so schön war. Nee, wobei, ich will es nicht noch einen verschwenden. Ich kassiere halt die 9 Schaden. Sind so die 7, wenn ich es abwehre. Achso, der flüchtet ja sowieso schon, na dann. Aber das bedeutet halt auch gleichzeitig weniger Erfahrungspunkte für mich. Das ist das Problem mit diesen Suselwusels und Dusels. Weil sie halt gerne mal flüchten, wenn sie wenig KP haben. Ich glaube, ich sollte jetzt hier lieber zu Kupio gehen. Dann ist mir in dem Punkt dann doch mehr. Da ist sogar noch ein Ordenblock, na dann. Aber ich weiß gerade, er hat gar nicht mehr was dafür einer drin. Da ist der Suseldusel! Fusel. Wow, damit hätte ich es nicht gerechnet. Problem ist, ich muss sie ja auch scannen, ne? Ah, dann werde ich sie wohl beim ersten Mal nicht töten können, ne? Das ist eine Suselwusel. Die sind so selten, dass man sie auch legendäre Suseldusels nennt. Was ist denn mal KP 20? Alles klar. 20?! Verteidigung 1! Diese Wesen versucht bei der ersten Gelegenheit die Flucht zu ergreifen. Es wäre gut, eine zu besiegen, aber Vorsicht, sie können noch kräftig zuschlagen. Was soll ich mir jetzt wünschen, dass er mich angreift oder dass er flüchtet? Das ist jetzt hier die Frage. Bitte. Wobei in dem Punkt was für. Na gut. Dann eben so. Machen wir die normalen fertig. Ich hoffe, dass ich nochmal eine treffen werde und dann auch besiegen werde. Dann werde ich auch versuchen, sie zu besiegen, aber diesmal musste ich sie halt leider scannen. Tut mir leid. Aber dass ich das auch bis jetzt immer hingekriegt habe, das abzuwehren, ist schon ein Wunder. Eigentlich kann man das nicht so leicht abwehren. Yes, bingo. Das bedeutet Komplettheilung. Und maximale Zuschauer. Alle 100 Plätze sind belegt. Und du? War das jetzt das Reich der Toten, ne? So, was ist hier für ein Orden drin? Der Hammerwurf. Marios Hammerwurf gegen Gegner auf allen Positionen. Ja, aber es ist kein Orden, den ich verwenden würde. Ganz ehrlich. Was ist das hier? Auch wieder was zum Pusten. Na dann. Ja. Aber ich weiß nicht, das Pusten ist bei mir immer so ein bisschen verbuggt. Also einmal wurde das gar nicht angezeigt und dann gab es halt irgendwelche Soundprobleme. Aber ich habe es eigentlich noch in Erinnerung, dass hier noch eine weitere Art von Gegner auf mich wartet. Da ist halt Hypergegner. Aber der kommt jetzt irgendwie gar nicht. Der kommt erst später. So, das ist auch interessant. Wir müssen jetzt diesen Felsen hier
anschieben und damit der andere auch verrückt. Ich weiß zwar nicht genau, wie das möglich sein soll, aber... Ja gut, es ist ein Nintendo-Spiel, da kann man so einiges hinterfragen. Und jetzt geht's hier einfach mal durch. Oh, da ist der angesprochene Gegner. Ein Hyper-Kirk. Habe ich noch Platz für ein Erdbeben? Gut. Dann schnell auf den Brina wechseln, ne? Das zählt doch als Erstangriff? Cool. Eigentlich habe ich den Hammer ja gar nicht mehr verwendet, aber... Soll mir recht sein. Oh, und der Kollege da hinten hat einen Wutbeben. Aber ich wurde ja gerade mal komplett geheilt, also von daher... Aber ich finde die Hyper-Kirks sogar schwächer als die Hyper-Goombas. Wollen wir euch gleich erläutern. Das ist ein Hyper-Kirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Man sind mit KP 4, 1 auf 3, Verteidigung 3. Wenn sie sich aufladen, machen sie 9 Schaden. Harte Gegner, die sich aufladen können, sind wirklich ziemlich fiese Biester. Es wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren könntest. Sonst solltest du vielleicht Items setzen oder einfach fliehen. Oder einfach Erdbeben verwenden. Oh, scheiße. Das tut weh. 5 Schaden für alle. Jetzt kommt der ja noch mit seinem Wiegenlied. Was Mario aber sowieso nicht trifft. Ja, und das mache ich einfach nochmal Erdbeben. Der sogar noch verstärkt wird. Na, dann sind die Kirks zumindest schon mal tot. Was ich auch bei den Suseldusels und Wusels interessant fände, ist, dass, wenn sie angreifen, das Licht geht, runtergedreht wird. Und jetzt haben wir ein Level Up. Na, ich habe ja erst gar nicht Gedanken gemacht, wo, also ich erhöhe, aber ich würde sagen, ich erhöhe die BP auf 25. So, also dass da das Licht ein bisschen runtergedreht wird, so als würden die wirklich bei einem Konzert singen. Oh, sind wir schon da? Tatsächlich, die Spukabtei. Da ist sie. Das muss die Spukabtei sein, wo dieser Geist wohnt. Irgendwie unheimlich hier. Wir sollten schnellstens das Sternjuwel finden. Ja klar, es ist hier unheimlich. Was meinst du, warum das Ding Spukabtei heißt? So, kommen wir von vorne rein? Nein. Das geht nicht auf. Boah, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was ist eigentlich im Brunnen drin? Neuer Gegner, ein Käfer. Den kennt man auch aus diversen Mario-Spielen. Eigentlich sonst seit dem allerersten, ne? Auf dem NES. Super Nintendo, ja genau. Ja toll, jetzt sind alle meine Zuschauer weg. Ganz toll. So, was hat denn dieser Käfer hier drauf? Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies. Meist immer KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Zeig ihnen die Wirkung deiner Sprungattacken. Ja, ist ja genauso wie bei einem Koopa. Mehr waren die für mich auch nie. Als bessere Koopas. Obwohl sie kleiner sind. Ja, die geben auch extrem wenig Erfahrungspunkte. Und hier ist noch eine Insignie, die ich gerne mitnehme. Was ist da hinten? Oh, eine ganze Menge. Nein, scheiße, jetzt bin ich auch auf dem Stacheligen gesprungen. Ja, nee. Ganz toll. Und gleich sind mal ein paar Zuschauer geflohen. Die lege ich einfach mit einem Erdbeben um, weil eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Gut, dann scannen wir auch mal die. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Köpfen. Meist immer KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung auf 0 und du kannst angreifen. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz so einfach. Ja, deswegen habe ich ein Erdbeben. Ach, da meint man, einer Steine auf mich werfen zu müssen. Zwei haben sogar noch eine Krusione, also von daher... Aber die braucht man sich nicht wundern. So, den ersten nehme ich gleich mal aus dem Spiel. Ich glaube, später findet man sogar noch einen Orden, der es ermöglicht, auf stachelige Gegner zu springen.
Das ist gegen die natürlich auch sehr nützlich, damit man nicht... Habe ich jetzt halt ernsthaft den Hammer verwendet? Ja, das juckt die natürlich überhaupt nicht. Das kann ich nun nichts tun, ne? Aber gut, dann seht ihr mal, wie die angreifen, ne? Eigentlich genauso wie Koopas, nur dass er halt ein bisschen mehr Angriffskraft haben. Oh, könnt ihr mal aufhören, Steine auf mich zu werfen? Scheiß Hooligans. Ja, die gibt's nicht nur beim Fußball, sondern auch bei harmlosen Theaterauftritten. Und es fällt auch die Wand auseinander. Hm. Ja, gleich der nächste. Aber da hinten ist auch noch ein Orden. Der hat sogar noch einen Kraftpunsch, aber ich werde ihn nicht dazu kommen lassen, es zu trinken. Also die Käfer sind wirklich keine schweren Gegner. Keine Ahnung, was die im vierten Kapitel zu suchen haben. So, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht den restlichen Part hier unten verschwenden, ne? Aber ich habe leider keine andere Wahl, weil... Ach du Scheiße, gleich vier von denen. Nee, danke, da diskutiere ich nicht rum. Ich mach... Ja, komm, der Sternenwind. Oder den Sternenwind. Das tötet die alle, weil sie haben exakt 5 KP. Und das Ding macht Angriffskraft 6. Ja, genau, macht Angriffskraft 6. Toll, toller grammatikalischer Satz aus da. Beste Grammatik. Ich wollte eigentlich nicht rausgehen, ne? Komm, ich kümmere mich erstmal um dich hier. Hier ist wieder ein Stacheliger dabei. Also tut mir leid, dass, wenn das hier nicht gerade, dass jetzt hier gerade nicht die spannendsten Kämpfe sind. Ja, durch die Wand ist auch schon mal einer gestorben. Und ich würde sagen, ich entferne erstmal den stacheligen Kollegen hier. Und auf den anderen kann ich ja einfach drauf springen. Ja, und das werden auch noch meine meine Blütenpunkte aufgefüllt. Ja, du brauchst gar nicht mehr aufzustehen, mein Freund. Ich zick dich jetzt sowieso ins Jenseits. Ja, die geben leider auch nicht so viele Sternpunkte her. Der hat jetzt auch noch einen gegnerischen Erstangriff. Ich dachte gerade, das wäre der Stachelige, aber es ist offenbar doch nur ein normaler Lappen. Mann. Nein, es muss auch noch Nebel kommen, ernsthaft? Deswegen ich natürlich nicht treffe. Aber er auch nicht. Das ist immer zumindest Quit. Und treffe ich diesmal? Ja. Aber es muss mir das halt nochmal gelingen. Was es auch tut, zum Glück. Aber ihm nicht, wie es aussieht. Und der Nebel ist auch zum Glück weg, das heißt, wir finishen ihn jetzt. Ja, also wirklich, ich frag mich echt, was diese Käfer noch im vierten Kapitel zu suchen haben. Die wären vielleicht fürs zweite oder dritte geeignet gewesen. Vielleicht der nächste. Sogar der Stachelige. Aber nein, für den verschwende ich jetzt keinen Blutbeben. Den lege ich lieber so um. Und das waren dann hoffentlich mal alle. Ja, das war der letzte, zum Glück. Der hinterlässt sogar noch einen Kraftpunsch. Was ist das hier von Orden? Der Orkansprung. Bei richtigem Anwender trifft Mario auch seine Luftgegner. Das tut er doch mit einem normalen Sprung auch. Also von daher verstehe ich den Sinn von dem Orden nicht. Aber ich habe den auch nie verwendet oder so. Könnte ich ja jetzt eigentlich machen, ne? Kurze Vorstellung. Aber damit der Part auch nicht nur aus Kämpfen besteht... Gehen wir jetzt schon rein. Eigentlich dachte ich, ich könnte hier schon beenden, aber wäre ein bisschen zu lame gewesen. Ne? Dann betreten wir mal diese gruselige Abtei. Ja, hier sieht es wirklich gruselig aus.
Und da ist ein kleiner Geheimgang, den ich doch gleich mal ausprobieren werde. Ein geheimer Raum mit einem Sternsplitter, zwei Schatztruhen und einer Insignie. Hier ist der Eisschlag drin. Dieser Schlag verwandelt Gegnern eisige Skulpturen, ne? Ja, wird später noch nützlich. Hier drin ist ein Kochbuch, ein altes Kochbuch, offensichtlich von Ernera. Geiler Name. Und noch eine Insignie. Ja, der war wahrscheinlich für die Ernährung zuständig. Wortwitz. Aber sowas gibt's in Paper Mario öfters und ich finde es auch sehr cool. Ein Buhu. All meine Freunde sind verschwunden. Ich bin so... Nee. All meine Freunde sind verschwunden. Ich bin so traurig. Es tut mir ja leid. Lass du mich trotzdem vorbei? Nein. Wobei, so traurig hat er gar nicht geschaut. Ich bin so Depri. Da muss ich ihm wohl erstmal helfen, euch weiterzukommen. Hier ist ein kleiner Geheimgang, der uns in den Keller führt und das hier sieht nach einem Job für Ariona aus. Ich habe irgendwie Probleme, ihren Namen richtig auszusprechen. Ariona. So spricht man es, glaube ich, aus. Hier ist... Oh, auf den ersten Blick nichts, auf den zweiten aber schon. Mich eine einsame Schatztruhe in einem leeren Gang. Und hier ist der Sparblüteorden. Jede Attacke, die Marios EP kostet, wird um eins günstiger. Ja, aber ich finde den Orden irgendwie nicht so toll, weil ich meine, er braucht, glaube ich, viele Blütenpunkt-BP, ja, 4 und verfehlt irgendwie seinen Sinn ein bisschen. Also ich würde ihn nicht anziehen. So, was ist hier drin? Eine Art Springteufel-Box und eine Tür. Die Tür ist von innen verschlossen. Ja, toll. Also dann. Ah, so viele Buhus. Die natürlich freuen, freigelassen geworden zu sein. Na, hast du gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste gekommen sind. Boah, nee, keine Ahnung. 100? Leider daneben. Richtig wären 200 gewesen. Aber du tust mir leid. Hier hast du einen Trostpreis. Bis bald. Toll. Ich weiß gar nicht, was da einem gibt, wenn man richtig geraten hätte. Aber es wäre bestimmt was Geileres gewesen als eine Münze. Ja, und jetzt ist ja auch noch einer. Was er wohl zu sagen hat, wir werden es im nächsten Part rausfinden. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.